Am frühen Nachmittag fährt DDR-Anwalt Vogel bei der ständigen Vertretung der Bundesrepublik vor, um seine Verhandlungen fortzusetzen. Wie viele DDR-Bürger sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Gebäude aufhalten, ist unbekannt. Bereits gestern sollen einige die Vertretung verlassen haben. Insgesamt hatten mindestens 10 Ausreisewillige hier Zuflucht gesucht, um so schneller in die Bundesrepublik zu gelangen. Kurze Zeit nach dem Eintreffen von Vogel verlassen Gruppen von DDR-Bürgern die Vertretung. Einzelne spreizen die Finger zum V, zum Siegeszeichen. Wer sie sind, ist nicht zu erfahren. Bundesdeutsche Diplomaten lehnen jede Stellungnahme ab. Allerdings sei bei dem heutigen Neujahrsempfang Erich Honecker auf das Problem angesprochen worden. Es sei eine aktuelle Belastung der innerdeutschen Beziehungen. Nach fast genau 4 Stunden verlassen der bundesdeutsche Geschäftsträger und Rechtsanwalt Vogel die Vertretung. Es werden keine Einzelheiten genannt, aber man ist zufrieden. Ja, und Herr Vogel, wie ist der Stand der Verhandlungen im Augenblick? Herr Dr. Richter, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass ich nichts sage. Es geht nicht.